Ich bin heute in Elvi, Lutherstadt Wittenberg, und spreche hier zum Thema Lutherdekade und das 500. Reformationsjubiläum im Jahre 2017. Die Lutherdekade, die 2008 begann, und das 500. Reformationsjubiläum im Jahre 2017 haben mich letztendlich in diese Region gebracht. Ich habe über mehrere Jahre beim Bundestagsabgeordneten Engelbert Wistuber im Deutschen Bundestag an dem ersten Bundestagsantrag zu diesem Thema mitgearbeitet. Als Mitarbeiter im Wittenberger Rathaus habe ich mich für die Stadt weiterhin zu diesem Thema einbringen können. Das betraf die nationalen und internationalen Kontakte, aber auch das Empfangen vieler internationaler Delegationen in unserer Stadt. 2017 steht die Lutherstadt im internationalen Fokus. Für die Bauinfrastruktur sowie das nationale und internationale Tourismusmarketing ist bereits viel auf den Weg gebracht worden. Die nächsten 4 Jahre entscheiden aber darüber, ob alle Bauvorhaben fertiggestellt werden, dass das Jubiläum 2017 ein voller Erfolg wird und unsere Region über dieses Jahr hinaus davon profitieren kann. Das betrifft auch die dringenden Umgehungsstraßen von Coswig, Griebow sowie die Nord- und Ostumfahrung von Wittenberg, die deswegen bis 2017 endlich fertiggestellt sein müssen. Als Bundestagsabgeordneter möchte ich meine bisherigen internationalen Erfahrungen, meine Kontakte und mein Wissen für diese herausragende Chance mit einbringen. Die nächsten 4 Jahre sind die Zielgeraden für die Lutherstadt Wittenberg und unsere Region. Wählen Sie mich für unsere Region am 22. September in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und meine Themen.